Eine ganz persönliche emotionale Bindung dazu. Willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist heute Montag und wir waren heute shoppen. Das Einzige, was ich mir gekauft habe, ist diese Armbandage und ein Kosmetikbeutel, ein recht großer, fürs Reisen, vor allem jetzt für Amsterdam in 2 Wochen. Ich habe einfach sonst nichts gefunden, beziehungsweise ich wollte auch nicht so viel Geld ausgeben, weil ich in letzter Zeit viel Geld ausgegeben habe. Und deswegen habe ich es sein lassen. Und wir haben gerade Mittag gegessen. Hallo, wir haben jetzt schon Mittwochabend. Oh, ich habe meine Knieschiene noch drin, weil ich glaube, so kann ich ein bisschen besser reden. Wir haben jetzt schon Mittwochabend und ich habe diese Woche eigentlich basically noch nichts gefilmt, weil ich mich auch nicht so gut gefühlt habe die Woche. Ich habe Montag auf jeden Fall wieder gemerkt, dass ich schon wieder so ein Erschöpfgefühl habe und so ein Müdigkeitsgefühl einfach. Und das ist für mich immer so dieses erste Anzeichen von einer Art Burnout, würde ich sagen. Wenn ich einfach schon nach dem Wochenende mich gar nicht erholt habe und irgendwie denke, boah, es ist alles viel zu anstrengend und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und deswegen war alles ein bisschen rocky die letzten Tage. Also Montagabend hatte ich zum Beispiel einen super tollen Stream. Das hat aber dann dazu geführt, dass ich Dienstag nicht nur immer noch nicht ausgeruht war, sondern auch das Gefühl hatte, der Stream muss genauso gut sein wie der davor. Wenn ich einen guten Stream hatte, denke ich mir immer so, ich muss das jetzt aufrechterhalten, das muss genauso reproduziert werden, damit ich halt Wachstum habe quasi. Es macht mir halt dann so einen Druck. Und dann lief halt gestern, also Dienstag, im Stream gar nichts. Es war halt wirklich ganz schlimm, für mich zumindest. Und deswegen habe ich mir heute freigenommen vom Stream und habe heute auch einfach nicht so viel gemacht. Also ich habe irgendwie La La Land geschaut und ein bisschen meine YouTube-Kanäle mir angeguckt, was ich da so alles noch machen muss. Ich muss auf jeden Fall noch Kanalbanner erstellen und sowas. Und war dann total Matsche heute. Aber ich bin dann heute Abend auch zum Sport gegangen und das war top. Das habe ich so gecarried, das hat mir so gute Laune gemacht, das hat so gut getan, mich zu bewegen, wirklich. Hier, glaube ich, mal ein kurzer Einblick, weil die Choreo war... Ja, auf jeden Fall habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass ich noch nicht gefilmt habe. Ich gerade glücklich. Also mir geht es gerade sehr gut wieder und es war sehr, sehr gut, dass ich mir freigenommen habe. Worüber ich reden wollte, ich habe ein Buch fertig gelesen und mache jetzt einfach mal Book Reviews von den Büchern, die ich zu Ende gelesen habe. Und zwar My Year of Rest and Relaxation. Das Buch habe ich jetzt bei voll vielen Leuten gesehen gehabt und so und auf Instagram irgendwie voll viel gesehen und ich bin halt leicht influencebar, wenn ich sehe, oh, ein Buch, das jeder liest, will ich auch lesen. Das Ding ist, das Buch hat auf jeden Fall, also ich habe halt nur den Titel gekannt und war so, ja, ist bestimmt so ein bisschen antikapitalistisch. Blablabla. Es ist anders gewesen, als ich es mir vorgestellt habe, auf jeden Fall. Es geht halt um eine Frau, die super rich ist und irgendwie, sie ist halt reich geboren, sie lebt in New York, in Upper East Side, Manhattan, hat halt voll die Privilegien, aber ihre Eltern sind gestorben beide und ansonsten läuft ihr Leben auch irgendwie nicht so geil und deswegen entscheidet sie sich, ein Jahr lang in so eine Art Winterschlaf zu gehen. Und ballert sich halt mit Schlafmitteln die ganze Zeit voll und will halt wirklich ein Jahr durchschlafen. Am Anfang funktioniert es irgendwie auch ganz gut und dann fängt sie irgendwie an, so eine neue Drug zu nehmen. Und dann macht sie die ganze Zeit auch random Sachen. Also sie macht Sachen, während sie schläft und kann sich dann nicht dran erinnern. Das ist irgendwie alles mega absurd, aber es ist voll geil und es ist super gut geschrieben. Also ich mochte das Buch richtig, richtig gerne. Ich habe es richtig verschlungen jetzt in ein paar Tagen. Kann es sehr empfehlen. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich fand das sehr, sehr geil. Und auch die Story fand ich einfach nice. Und es ist auch so ein bisschen Foreshadowing und sowas. Was ich jetzt auch mir gekauft habe, was ich auch lesen möchte, ist The Bell Jar von Sylvia Plath. Und von Sylvia Plath habe ich so viel gehört. So viel
gelesen. Sylvia Plath ist halt eine Autorin, die hat sich selbst umgebracht. Und ich weiß halt auch, dass es in dem Buch so ein bisschen, so ein Sad Girl Buch, glaube ich, so ein bisschen. Es geht halt auch darum, dass du in deinem Leben halt Entscheidungen treffen musst und du halt nicht alles machen kannst im Leben. Und dieses, wer will ich denn überhaupt sein? So, wenn ich nicht alles sein kann, dann lohnt es sich doch gar nicht zu leben und bla bla. Ich glaube, so um dieses Thema geht es so ein bisschen. Genau, das ist der einzige. Das ist der einzige Roman tatsächlich. Ansonsten hat sie Kurzgeschichten geschrieben. Das ist auf jeden Fall der Talk zum Abend. Meine Haut ist auch gerade irgendwie voll schlecht, aber ich denke mir so ganz ehrlich. Dann habe ich halt mal ein paar Pickelchen, die gehen eh wieder weg. Ich gehe schlafen. Gute Nacht. Ich habe es, glaube ich, schon mal gezeigt, aber ich lerne gerade jeden Morgen eine Tarotkarte. Heute waren die Liebenden dran. Ich bin ein bisschen matschig müde, aber es ist auch einfach so graues Regenwetter. Aber es ist irgendwie ganz geil. Wieder ein bisschen kühler hier. Ansonsten habe ich gerade noch Tagebuch geschrieben. Das habe ich vergessen zu filmen. Ich hatte gerade tatsächlich einen Call. Hört sich immer so richtig an, ne? Es ist immer noch recht früh. Wir haben jetzt gleich 1 Uhr. Für mich ist das früh. Ich esse jetzt gerade noch zu Mittag und dann mache ich fertig und dann wird gestreamt. Ich sehe einfach richtig beschissen gerade aus. Ich habe es halt schon geschafft, zu staubsaugen, mein Bett zu beziehen und alle Pflanzen zu gießen. Ich sitze gerade am Videoschnitt für einen neuen Vlog. Oh mein Gott, Leute, ich schwöre. Also, ich habe ein paar Sachen, über die ich reden möchte. Zum einen habe ich mir gestern Abend vorm Einschlafen noch sehr viel Gedanken gemacht um meinen Perfektionismus, was Planen angeht und meinen Wunsch, alles kontrollieren zu können. Ich habe nämlich realisiert, dass ich plane so gerne, aber ich höre gar nicht auf zu planen. Und dann liege ich abends in meinem Bett und denke mir so, oh. Es ist so gut, dass ich in 2 Wochen am Dienstag 2 Kurse hintereinander Pole mache, weil ansonsten kriege ich meine Stunden nicht voll und ich will ja auch nicht verfallen lassen. Und dann kann ich einfach die noch übrig sind, im August dann nachnehmen. Und bla bla bla. Und ich denke mir so, oh mein Gott. Also gestern Abend war ich wirklich so, oh mein Gott. Warum bin ich so obsessive darüber, dass ich alles immer so perfekt plane? Und ich denke mir immer so, okay, ich muss jede Woche 2-mal Pole reinquetschen. Ich muss jede Woche unbedingt 5 Streams hinbekommen und so weiter und so fort. Und das plane ich halt dann schon Wochen, Monate im Voraus alles. So, anstatt dass ich einfach mal irgendwie die nächste Woche mir angucke oder sowas. Weil ich bin dadurch halt auch so unflexibel. Und ich glaube, ein Glaubenssatz oder was ich mir antrainieren muss, was ich denke, ist nicht, oh, ich muss 8 Stunden im Monat Pole nehmen, weil ich bezahle ja auch 8 Stunden im Monat Pole, sondern ich denke mir, okay, ich zahle dafür, dass ich 8 Stunden machen kann. Und es ist ja okay. Und ich muss nicht jede Woche 2-mal gehen. Und es ist auch okay, wenn Kurse mal ausfallen. Oder whatever. So, und wenn dann welche sich anstauen, dann kann ich immer noch in Wochen, wo ich sage, oh, ich habe jetzt übel Bock, kann ich dann sagen, hey, dann mache ich diese Woche halt mehr. Und genauso mit dem Stream. Also ich denke ja auch immer so, 5 Streams die Woche müssen sein. Wenn ich einen ausfallen lasse, dann muss ich den nachholen und bla bla bla. Obwohl es auch einfach mal okay ist, wenn ich dann nur 4 Streams die Woche mache und so weiter und so fort. Auch so eine Sache, ich muss mir einfach mal abgewöhnen zu denken, dass ich eine bestimmte Zeit voll machen muss, wenn ich den Stream anmache. Dass ich einfach halt gucke, wie es halt ist und wie ich mich halt fühle mit dem Stream. Und ich denke, aber ich muss jetzt noch die 5 Stunden voll machen. Ich muss jetzt noch die x Stunden voll machen. Bla bla. Das muss ich mir abgewöhnen. Ja, ich habe noch a lot of improvement to do, aber ich merke auf jeden Fall, dass es mir bewusst wird. Und das ist ja der erste Schritt. Und wenn mir das dann bewusst wird, dass ich halt irgendwie so in meinem Plan gefangen bin und irgendwie denke, okay, ich muss mal ein bisschen weniger planen, dass ich einfach mal einen Schritt zurückgehe und einfach mal chille und dann auch einfach mal sage, ich lebe wieder mehr im Jetzt und versuche
mein Jetzt zu genießen, mein Heute zu genießen. Was steht heute an? Was möchte ich heute machen? Und möchte ich das, was ich geplant habe, überhaupt machen? Und wenn nicht, was kann ich stattdessen machen? So, dass ich da einfach viel mehr in mich reinhorche und sowas. Und das ist so die eine Sache, worüber ich mir jetzt Gedanken gemacht habe. Und die andere Sache, was ich noch erzählen möchte. Ich werde gefühlt den ganzen Sommer nicht in Berlin sein. Ich fahre ja nächste Woche nach Amsterdam mit Rachel, zur TwitchCon auch unter anderem. Dann bin ich einen Tag zu Hause, ich komme aus Amsterdam wieder und dann bin ich einen Tag zu Hause und dann geht es für mich nach Bochum. Das hat sich einfach so ergeben, weil ich hatte in letzter Zeit Heimweh nach Bochum und ich wollte auch irgendwie hier ein bisschen mal raus. Und dann hat es sich jetzt so ergeben, dass 3 Wochen am Stück zu meiner Schwester in die Wohnung kann, beziehungsweise ins Haus kann. Es ist total die Win-Win-Situation, weil meine Schwester ist nicht da und brauche jemanden, der auf die Haustiere aufpasst, die Pflanzen aufpassen und so weiter und so fort. Und ich wollte eh nach Bochum. Ich habe in letzter Zeit so oft an Bochum gedacht und jetzt gehe ich 3 Wochen nach Bochum. Ja, das wird ein bisschen stressig auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt schon. Aber es ist okay. Es ist okay. Und wenn ich dann nicht, ne, 100.000 Stunden streame in dieser Zeit, ist auch okay. Es wird heiß sein. Es wird auch einfach, ne, ich werde auf jeden Fall meinen PC mitnehmen und mein Setup so gut es geht mitnehmen, dass ich halt auch aus Bochum streamen kann. Es werden natürlich nicht die krassesten Streams mit dem krassesten Setup dann und den krassesten Background und was auch immer. Aber ich werde auf jeden Fall von da streamen. Wenn ich dann Anfang August aus Bochum zurück bin, bin ich auch nur 2 Wochen in Berlin oder so und dann geht es schon wieder nach Köln für die Gamescom. Also ist es gerade wirklich a lot happening und ich habe mir auch schon gedacht, okay, wenn ich von der Gamescom zurück bin, dann werde ich erstmal bis Ende des Jahres chillen. So, es kommen auch noch so andere Sachen auf mich zu. Ich werde zum Beispiel hier innerhalb der WG umziehen, ins größere Zimmer. Es wird ja auch noch voll viel Zeit irgendwie beanspruchen und so und dann auch mit neuer Mitbewohnerin und so weiter und so fort. Das wird alles irgendwie nochmal neu auf jeden Fall dann und aufregend. Ich freue mich aber auch einfach unendlich, dass ich dieses Privileg habe, zu sagen, hey, ich gehe einfach 3 Wochen nach Bochum. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird mir gut tun. Einzige, was mir schwerfallen wird, ist, dass mein Freund natürlich nicht mitkommt und ich den unglaublich vermissen werde, glaube ich, hoffe ich. Aber er meinte schon, dass er mich einmal besuchen kommt. Also, wenn er frei hat. Deppt auch so ein bisschen. Guten Morgen. Es wird wieder Zeit, mein Leben in die Hand zu nehmen und ein paar Sachen zu verändern, um wieder glücklicher zu werden. Ich habe meine Morgenroutine durch, ich habe mein Bett gemacht. Jetzt mache ich mich mal dran, mich fertig zu machen und so. Ich weiß noch nicht genau, was ich heute mache. Ich habe auf jeden Fall bis 16 Uhr Zeit zu machen, was ich möchte. Der ich auch sehr ganz wild. Genau, weil ich erst um 16 Uhr los muss zum Sport. Ich habe heute wieder Heels Class. Und ich freue mich unglaublich drauf, weil das ein unglaublich guter Ausgleich gerade ist zu allem. Ich habe mich erstmal vorläufig fertig gemacht, mir irgendwas angezogen, meine Nägel lackiert, geduscht, Skincare-Routine etc. pp. Und ich denke, es wird Zeit für einen Hot Girl Walk. Ich finde es richtig crazy. Ich hatte eigentlich schon vergessen, dass ich heute rausgehen wollte. Ich habe mir das, glaube ich, gestern Abend vorgenommen gehabt und habe es einfach vergessen. Und zum Glück ist mir wieder eingefallen, weil es tat so gut, einfach mal wieder in der Natur zu sein und einfach mal wahrzunehmen, was um mich rum ist und ja, runterzufahren und alles ein bisschen langsamer zu betrachten und vor allem da am Wasser zu sitzen war einfach wunderschön. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht, weil ich ein bisschen müde bin heute und ich einfach gerne Kaffee trinke. Ich bin auf jeden Fall sehr dabei, gerade wieder ein bisschen bewusster zu leben. Ich habe gestern das Buch wieder angefangen. Über mehr Achtsamkeit im Leben und über spirituelles Erwachen or whatever. Und immer wenn ich dieses Buch gelesen habe, ging es mir am besten in meinem Leben, würde ich sagen. Weil wenn ich dieses Buch lese, bin ich so viel bewusster im Leben und leider vergesse ich halt immer wieder, was drinsteht und gehe immer wieder in dieses unbewusste Leben zurück und in dieses Autopilotenleben. Und deswegen lese ich es einfach jetzt immer wieder, wann immer ich das Bedürfnis habe und denke, hey, ich muss wieder achtsamer sein. Und dann lese ich das
Und meine Tante hat heute meine Story gesehen, wo ich das auch gezeigt habe. Und sie hat gesagt, dass sie ein anderes Buch viel besser findet und es viel lieber liest. Und sie hat es jetzt bestellt und schenkt mir das. Weil es kostet 50 Euro und es ist halt mir ein bisschen zu viel gerade, aber ich fand es halt voll lieb, dass sie das macht und freue mich mega darüber und bin da mal gespannt. Ich glaube, es ist Der Weg des Wassers oder so. Genau, Der Weg des Wassers heißt das Buch. Ich habe ja in diesem Vlog auch schon ein bisschen von meiner Morgenroutine gezeigt und ich dachte, ich zeige jetzt auch einfach meine Abendroutine. Ich war bis gerade noch am PC und habe einfach gezockt. Und jetzt wird's Zeit für Coziness. Bluetooth Mode. Heute ist schon fast Vollmond. Wahnsinn. Um crispy clean zu werden. So Leute, übermorgen geht's ja zu TwitchCon. Es ist irgendwie gerade ein ganz strange Gefühl für mich, weil ich mich so lange irgendwie aus den ganzen Twitch-Bubbles rausgezogen und ferngehalten habe und hier so, ich habe das Gefühl, ich habe das letzte Jahr über mich halt auf mich und mein neues Umfeld hier in Berlin fokussiert, auf meine neue Beziehung, meine neuen Freundschaften, aber irgendwie so diesen Faden zu der Twitch-Community sehr verloren und deswegen habe ich einfach ein bisschen Bammel auch, da jetzt hinzugehen, weil ich so viele Leute sehen werde von früher, die ich mal kannte und vielleicht auch neue Leute kennenlernen kann. Es ist halt voll die Möglichkeit zu connecten und so, aber irgendwie fühle ich mich immer noch sehr fehl am Platz in der Twitch-Deutschland-Landschaft und ich weiß nicht, wie ich das umgehen kann. Ich habe auch in letzter Zeit wenig Vertrauen in mich selbst, was meinen Stream-Content angeht. Ich sehe andere und denke mir, wow, die machen viel innovativere Sachen, viel nicere Sachen und die kriegen es viel mehr hin, irgendwie stable, immer wieder das Gleiche durchzuziehen quasi und sind nicht so imbalanced wie ich. Und ja, ich vergleiche mich schon viel, würde ich sagen. Aber vielleicht habe ich auch einfach so ein bisschen die Hoffnung verloren oder das Vertrauen in mich verloren, dass ich mir denke, bin ich überhaupt besonders genug, um auf Twitch Content zu machen? Was Dummes. Ich mache es seit 3 Jahren und es gab immer Leute, die es interessiert hat. Also, ja. I don't know. Ich bin sehr gespannt, was wird. Und ich habe ja auch Rachel bei mir, wo ich sehr dankbar für bin, wo ich mich sehr darauf freue, dass sie dabei ist. Weil ich glaube, dass sie ein bisschen der Social Part of our friendship ist und von diesem Trip sein wird. Ich freue mich aber schon. Ich realisiere noch gleich, dass ich in Amsterdam sein werde. Übrigens ist das Buch auch angekommen, von dem ich erzählt hatte. Der Weg des Wassers. Ich bin auch so gespannt auf dieses Buch, aber es ist noch nicht bereit, gelesen zu werden. Ich werde erst einmal, wo ist es denn? Was ich gerade auch schon gezeigt habe, The Bell Jar zu Ende lesen. Gefällt mir bis jetzt auch sehr gut. Es hat einen sehr ähnlichen Vibe wie My Year of Rest and Relaxation, was ich da vorgelesen habe. Spielt halt beides in New York, beides junge Mädels, die noch nicht wissen will mit ihrem Leben. Ich weiß nur, dass Silver Plath
sich actually umgebracht hat irgendwann. Deswegen, also die Autorin. Deswegen bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das noch so geht. Und ich möchte das auf jeden Fall auch nochmal durchlesen, bevor ich dann mit Der Weg des Wassers anfange. Ich fühle mich actually sehr entspannt gerade.